Willkommen zu Part 7 des Vorlesetags der Schwarzen Tiger Buchserie. Und weiter geht es mit Band 4 der Beach Party. Lehnt euch entspannt zurück, vielleicht mit einem kleinen Tierchen und hört der Mini-Lesung zu. Bald hatte er wieder seinen gewohnten Rhythmus und preschte durch den Wald. Hoch über uns wogen und rauschten die Blätter im Wind. Sie berührten sich und waren wie miteinander verbunden, als würden sie nicht aus unterschiedlichen, sondern nur aus einem riesigen Baum entspringen. Ich sog die frische Luft ein, die grün roch, salzig, herb und durch meine Poren strömte. Die Sonne funkelte und strahlte durch einzelne Lücken des Blätterdachs hindurch und bedeckte den Boden mit flirrenden Lichtfetzen, die sich hin und her bewegten wie abenteuerlustige kleine Wanderer. Marcellos Schritte federten auf dem Untergrund. Ich genoss es, seinen heißen Körper unter mir zu spüren, schmiegte mich eng an ihn und fühlte seinen hellen Herzschlag, der viel, viel schneller als meiner war. Vögel zwitscherten, ein Specht hämmerte, der ganze Wald lebte. Äste knackten, Bäume ächzten, irgendwo gluckerte Wasser von einem Flüsschen, vielleicht dem, in dem er so gern badete, und mittendrin seine Schritte, die kaum mehr waren als ein Rascheln auf dem weichen Waldboden. Er hatte recht, irgendwie passte er wirklich gut hier rein. Da brachen wir aus dem Wald. Sonnenlicht blendete mich, überwältigt schloss ich die Augen und schlang seinen starken Hals noch fester und vertraute völlig darauf, dass er uns sicher ans Ziel bringen würde. Da stoppte er, wie immer total abrupt. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann lest weiter in Band 4 Beach Party der Schwarzen Tiger Buchserie, der Fantasy Romance Buchserie. Und jetzt geht es weiter mit Band 5, dem Beach Games. Und ja, ich freue mich sehr, euch daraus vorzulesen. Also folgt mir für die nächsten Parts.